Na, jede Medaille hat so ihre Besonderheit, sage ich mal. Und ja, gestern die war natürlich dann nach einer langen Einzelmedaille Durststrecke mal wieder, dass ich es mal geschafft habe, vorn anzukommen. Und ich weiß nicht, ob jetzt dann jeder dran geglaubt hat, dass es noch möglich ist, aber zumindest habe ich es mir wieder gezeigt. Ich wollte schon auch wieder meine Medaille. Und damit hat es ja übereingestimmt mit dem, was der DSV sich gewünscht hat und ich mir selbst gewünscht hat und das Trainerteam sich gewünscht hat. Zum Feiern war jetzt nicht viel Zeit, aber ich habe den Abend schon noch genossen. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Physiotherapie. Also man merkt das schon. Aber ich denke mal, ich kann auch gut mithalten mit den Jungen. Anteils war keiner von uns auf dem Podest, bevor wir den Staffelwettkampf gewonnen haben. Und deswegen haben wir da schon gezeigt, wir können es auch zu vier zusammenfinden. Und ja, das haben wir morgen auch wieder vor. Und zu meiner eigenen Rolle, ich denke mal, die hat sich jetzt nicht geändert. Man erwartet von uns allen eine gute Leistung, egal was im Vorfeld war.